Lieber Herr Dr. Göbel, caro Maestro, herzlich willkommen bei uns im Orchesterprobensaal, praktisch der Herzkammer des Staatsorchesters. Vielen Dank, lieber Herr Geismann, für die Einladung. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Danke, danke, Herr Geismann, und danke, Herr Göbel, dass Sie da sind für unser Gespräch für die neue Saison. Ja, also in der neuen Saison wird vieles anders sein wie vorher. Neue spannende Dinge kündigen sich an. Deswegen wird es diesmal auch keine klassischen Grußworte im Spielzeitheft geben, sondern Gespräche, die in gedruckter Version und auch hier in gefilmter Version digital abrufbar sein werden. Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, wir Kasseler haben immer Lust auf Neues. Ja, das freut mich sehr. Jetzt fragen sich natürlich unsere Kasseler und unser Publikum, warum wir hier Herrn Dr. Göbel eingeladen haben und in welcher Funktion er hier ist. Wir sitzen hier zusammen mit dem ersten Vorsitzenden unseres Fördervereins Bürger Pro A, um über die kommende Saison mit ihm zu sprechen. Herr Göbel, können Sie uns denn genau erzählen, was Bürger Pro A eigentlich ist? Sehr gerne. Bürger Pro A ist der Förderverein des Staatsorchesters in Kassel, eines erstklassigen Orchesters, wie ich da sagen darf, zumal in Verbindung mit herausragenden Dirigenten und auch einer Dirigentin, die wir hier in Kassel regelmäßig hatten. Wir haben um die 600 Mitglieder und das Ziel von dem Verein ist die langfristige Förderung und Sicherung der Qualität dieses herausragenden Orchesters. Der Verein wurde vor gut 25 Jahren, also im Jahr 1995, gegründet. Aufgrund der drohenden Herabstufung des Orchesters von einem A-Orchester zu einem B-Orchester aus finanziellen Gründen. Dank dem beherzten Engagement von Kasseler Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch durch die Unterstützung von Herrn Hans Krollmann konnte seinerzeit die Herabstufung abgewehrt werden. Und darauf sind wir sehr stolz und diesem Ziel widmen wir uns weiterhin. Ja, caro Maestro, Herabstufung, was hätte das denn eigentlich für eine Folge gehabt fürs ganze Theater oder fürs Orchester? Naja, eine Herabstufung des Orchesters wäre einfach für die Qualität, für die künstlerische Leistung des Orchesters sehr gravierende Konsequenzen gehabt. Ein A-Orchester ist ein Spitzenorchester, wo Spitzenmusiker da spielen und die Qualität und Leistung pflegen. Und wir merken das auch, wie wichtig für uns ist, ein A-Orchester zu haben, wenn wir die Vorspielen machen, organisieren. Wie viele junge, engagierte Musiker in Kassel kommen, um eine Stelle in diesem Orchester zu bekommen. Wenn wir nicht diesen Status hätten, hätten wir vielleicht nicht so auch so eine große, werden wir nicht so ein großes Interesse wecken an die junge Generation. Und das ist für die Entwicklung des Orchesters sehr wichtig, weil die neuen Musiker, die im Orchester kommen, sind mindestens so gut wie die alten, die in Rente gehen. Und da kann man natürlich das Niveau immer mehr pflegen und fördern und entwickeln. Also das, was Bürger Pro A geleistet hat in diesen 25 Jahren, ist für uns, hat eine enorme Bedeutung. Ja, glücklicherweise und hoffentlich auch in Zukunft müssen wir uns nicht mehr mit Herabstufungsdebatten auseinandersetzen, wobei wir natürlich jetzt gerade in der Corona-Pandemie für den ganzen Kulturbetrieb insgesamt, auch den öffentlich geförderten, viele Fragen beantworten müssen oder zu beantworten haben. Aber ich denke mir, welche Stadt kann schon mit einer mittlerweile 519-jährigen Orchesterkultur aufwarten? Wir haben ja das älteste Orchester Deutschlands hier in Kassel. Also ich denke, da sind wir auf einer guten Linie. Da haben Sie sicherlich recht, Herr Geismann. Und diese Tradition gilt es zu bewahren. Und auch wenn jetzt akut und glücklicherweise keine Herabstufungsdiskussionen anstehen, so haben wir trotzdem eine große Aufgabe, denke ich, in der Förderung auch des Interesses von den Jugendlichen in der Stadt für die Musik dieses Orchesters und für das Orchester auch. Und so ist ein zentraler Punkt in unserer Arbeit der, dass wir hier die konzertpädagogische Stelle von Frau Laura Wickert am Staatstheater fördern, maßgeblich fördern. Und so ist es dann eben auch dadurch möglich, dass wir Musikvermittlung im Kinder- und Jugendbereich betreiben. Insgesamt geht es immer darum, wie Francesco Angelico eben gesagt hat, darum, die
musikalische Qualität des Orchesters auf höchstem Niveau zu erhalten, sodass wir eben auch zusätzlich zum Opernbetrieb Sinfoniekonzerte, Kammermusik und auch Kinderkonzerte hier in Kassel hören dürfen. Und das freut uns alle sehr. Der Verein steht auch und selbstverständlich in Verbindung zur Politik, insbesondere zum Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Denn dort werden die wichtigen Haushaltsentscheidungen getroffen. Und deswegen ist es wichtig, auch in Wiesbaden immer wieder zu unterstreichen, dass hier in Kassel auf jeden Fall ein Orchester sein muss, was vom Niveau her nicht und in keiner Weise anderen Orchestern in Hessen nachsteht. Ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass wir hier so viele Bürgerinnen und Bürger bei uns im POA haben, die aktiv mitgestalten. Wir haben, wenn ich kurz zurückgehen darf, natürlich eine wirklich herausragende Musikvermittlung hier am Haus. Auch die Orchesterkolleginnen engagieren sich teils im Rahmen ihres Dienstes, aber auch ehrenamtlich als Orchesterpaten in verschiedenen Schulen und Stadtteilen. Das ist uns ganz wichtig. Musizieren auch in der Neuropädiatrie des Kasseler Klinikums oder in vielen anderen sozialen Einrichtungen hier vor Ort. Das ist oder der Region. Das ist ein ganz großer Pfeiler, der uns sehr wichtig ist hier. Das Orchester ist also ständig in der Stadt präsent und das kriegt man natürlich auch gespiegelt von allen möglichen Menschen, die hier wohnen. Ja, aber jetzt noch mal kurz zurück. 2020 ist nicht nur das Jahr der Pandemie, aber es ist auch das Jahr von Bürger pro A, weil Bürger pro A ist 25 Jahre alt geworden. Und wir hätten da ein Riesenkonzert gemacht. Wie hätten wir das denn gemacht, Herr Angelico? Also, wir hatten vor, die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven als Jubiläumskonzert für Bürger pro A zu spielen. Das wäre einfach alles perfekt gepasst. Das war Beethovens Jahr, das war Bürger pro A-Jahr. Aber leider aufgrund der Pandemie mussten wir das verschieben. Aber wir sind zuversichtlich, was soll ich sagen? Wir hoffen, dass wir doch das Konzert nächste Spielzeit nachholen können, zusammen mit unserem Open Chor, Extra Chor und dann dank der finanziellen Unterstützung Bürger pro A auch mit vier wunderbaren Solisten. Also in der Tat als Jubiläumskonzert und Neujahrskonzert die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Ja, also da freue ich mich wirklich ganz besonders drauf und pünktlich zu diesem Ereignis werden wir dann auch eine Festschrift bekommen, wo die genaueren Umstände der damaligen Orchester oder Fördervereinsgründung, muss man ja sagen, abgebildet sein werden, genau nachzulesen sein werden. Es war eine sehr spannende Zeit und da fällt mir auch immer Herr Adam Fischer ein und Maestro, einer Ihrer Vorgänger, also als GND, Herr Adam Fischer, der Ehrendirigent des Staatsorchesters ist, der hat einmal gesagt, das Kasseler Orchester hat auf jeden Fall eine inspirierende Qualität, die für jeden Dirigenten eine Herausforderung ist. Wir sind verpflichtet, diese Möglichkeit zu nutzen. Wie nutzen Sie denn eigentlich diese Möglichkeit? Also, Maestro Fischer hat wie immer recht. Und in der Tat, wissen Sie, von einem Dirigent, man erwartet, dass er eine klare Partiturvorstellung hat, der dann natürlich zum Orchester vermittelt ist. Das ist auch, was jeder Orchester von einem Dirigent erwartet. Aber im Orchester spielen unglaublich viele begabte, erfahrene, inspirierende Musiker, die sehr oft mit dieser klaren Vorstellung sich einmischen, unbewusst, nur während des Spielens. Ja? Und dann ein Dirigent, ich glaube, es ist wichtig, dass ein Dirigent die Fähigkeit hat, diese Vorschläge, Unbewusste auch, einfach mitzunehmen, wenn sie einfach besser sind, wenn sie einfach besser im Klang des Orchesters funktionieren. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, diese Balance zu finden zwischen seiner eigenen Konzeption des Stückes und die Identität der eigenen Musiker zusammen. Aber das ist das Schönste, wenn das klappt. Dass das klappt, haben wir schon oft unter Ihrem Dirigat feststellen dürfen. Wirklich großartige Konzerte, Herr Angelico. Und jetzt natürlich die Frage, was haben Sie denn vor in der kommenden Spielzeit? Also in der kommenden Spielzeit haben wir verschiedene Sachen vor. Die zentrale
ist, dass wir einen Zyklus anfangen mit Brahms und Schumann. Diese lange und wichtige musikalische und menschliche Freundschaft der Musik, der Geschichte der Musik zusammen in einem Konzert. Und wir werden alle Brahms-Sinfonien und alle Solokonzerte von Schumann präsentieren. Das heißt, in jedes Konzert wird in der ersten Teil ein Schumann-Konzert und in der zweiten Teil eine Brahms-Sinfonie. Zwei nächste Spielzeit und zwei übernächste Spielzeit, so dass dieser kleine Zyklus in zwei Saisonen vollendet ist. Dazu kommen auch zwei große Chorwerke oder nicht symphonische Werke wie dem Deutschen Requiem von Brahms und dem Manfred von Robert Schumann. Und dafür freue mich sehr, weil die Sprechstimme wird, unsere Manfred wird der Dietz sein, der Regisseur von den Ring, mit dem ich eine wunderbare Zusammenarbeit hier in Kassel gehabt habe. Und ich freue mich sehr, dass wir weiter zusammenarbeiten dürfen. Dann werden wir auch ein bisschen Mahler spielen, endlich. Mahler ist sehr wichtig für Kassel. Und wir werden die erste Sinfonie, mein erstes Sinfoniekonzert, also Eröffnungskonzert der Saison, und dann viele andere verschiedene spannende Programme. Sicher ist das auch so, dass wir das Ballhauskonzerte, die Reihe des Ballhauskonzerte auch behalten wollen. Wir wissen leider noch nicht, in welcher Form, ob wir schon diese Saison weitergehen können oder erst wieder nächste Saison. Aber die Ballhauskonzerte sind für uns sehr wichtig und wir geben uns alles, das zu realisieren. Maestro, wenn ich an die nächste Saison denke, da gibt es ja auch eine große Besonderheit, dass sehr viele OrchesterkollegInnen als Solisten vor das Orchester treten werden. Wie sieht es denn da aus? Was können wir da erwarten? Ja, also das spricht genau so an, was Herr Fischer gesagt hat. Es sind viele inspirierende Musiker in unserem Orchester, viele Solisten. Alle Schumann-Solostücke nächste Spielzeit werden von unseren Solisten im Orchester gespielt. Das Cellokonzert von unserem Solocellist Nico Treutler und das Konzertstück für vier Hörner von unserer fantastischen Horngruppe, die sich sehr, sehr freuen auf das Stück. Und das erste Violinkonzert von Szymanowski werden wir nachholen, gespielt von unserem wunderbaren Konzertmeister Razvan Hamza. Davon freue ich mich sehr. Das Konzert musste letzte Spielzeit gespielt werden, dann, wir wissen das, mussten wir aufhören wegen Pandemie. Ja, das ist ein ganzer großer Strauß an wirklich fantastischen Werken, sowohl was die symphonische Seite angeht, als auch eben die Konzertseite. Und ich kann nur sagen, für mich sind das ganz besondere Werke, ja, teilweise auch richtige Lieblingswerke. Und von daher, also ich werde versuchen, bei jedem dieser Konzerte dabei zu sein. Ja, das freut uns sehr und es ist natürlich auch sehr wichtig, das war so ein Herzmusik für uns. Maestro, möchten Sie auch noch was zu den Gastdirigenten vielleicht sagen, die zu uns kommen werden? Ja. Gastdirigenten werden nächste Spielzeit zwei. Ein Konzert wird von Einaris Rubikis, der Generalmusikdirektor der Komische Oper Berlin, übernommen. Ist ein guter Freund von mir und er wird Petruschka von Stravinsky und Schubert C-Dur große Sinfonie dirigieren. Und der zweite Gast ist für mich besonders wichtig, weil wir haben doch wieder die Möglichkeit gehabt, eine Zusage von Herrn Peter Gülke zu bekommen. Herr Peter Gülke, ich glaube, braucht keine Vorstellung. Er ist einer der bedeutendsten Dirigenten, musikwissenschaftlicher Musiker und Menschen, die hier jetzt zur Zeit in Deutschland und in dem musikalischen Panorama existiert. Und er ist für uns alle junge Dirigenten eine sehr, sehr bedeutsame Figur und wir sind alle ihm dankbar. Wir haben immer von ihm viel gelernt und ich persönlich auch in dem Dirigentenforum. Und ich freue mich sehr und bin sehr berührt, dass er trotz seiner verschiedenen Verpflichtungen hier in Kassel kommen wird. Ja, da freue ich mich auch sehr und ich freue mich auch sehr, dass Mario Hartmut, unser erster Kapellmeister, auch wieder Konzerte dirigieren wird, hier in Kassel in der Symphoniekonzertreihe.
Ja, also es ist für uns auch sehr wichtig, dass unser erster Kapellmeister seine Handschrift, seine eigene Anschrift in die Konzerte geben kann. Und er wird zwei sehr, sehr interessante Programme dirigieren. Genau, nämlich zwei Werke auch von Richard Strauss. Das Oboenkonzert ist eines seiner spätesten, seiner letzten Werke mit Philipp Tendre als Solisten. Und natürlich das kleinste Werk von Richard Strauss überhaupt, die Alpensymphonie. Das können wir dieses Jahr ja auch wegen Corona nicht machen. Ja, und er wird natürlich auch, Herr Angeluga hat schon angesprochen, das Brahms-Requiem dirigieren. Und zwar in Zusammenarbeit mit den Chören der Universität Kassel. Und was wir natürlich auch weiter pflegen werden, ist die Zusammenarbeit mit den Kasseler Musiktagen. Da gibt es allerdings noch keine genaue programmatische Planung, aber das werden wir auf jeden Fall fortführen. Das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Das klingt sehr gut, Herr Geismann. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt einiges über Werke gesprochen, aber vielleicht noch etwas grundsätzlicher. Wir haben 16 Jahre Intendanz von Herrn Thomas Bockelmann hier am Haus, hinter uns beinahe, mit ganz hervorragenden Programmen. Und vor uns liegt eine neue Ära mit Herrn Florian Lutz als Intendanten. Und von daher, was erwarten Sie von dieser neuen Zeit? Wird es für Sie persönlich irgendwie andere Gewichtungen geben oder etwas, worauf Sie sich vielleicht besonders freuen? Also ja, natürlich. Also ich habe nicht alle 16 Jahre Intendanz Bockelmann erlebt. Ich habe nur die letzten 4. Aber da konnte ich schon merken, wie klar und wie stark von der Intendanz von der Bockelmann das ausgeprägt wurde. Es ist jetzt seit einem Jahr ungefähr, dass ich mit Herrn Lutz zusammenarbeite, intensiv für die nächsten Spielzeiten. Und ich merke schon, dass anders wird, besonders was an Oper und Programmatik betrifft. Und das freue mich sehr. Also das ist für mich eine sehr angenehme Zusammenarbeit, weil genau dass es mehr Betonung an die Operabteilung gegeben ist, was es mir natürlich sehr zurechtkommt. Ja, es gibt ja auch nicht nur den Intendantenwechsel zu Herrn Lutz, in Anführungszeichen, sondern es wird ja in allen anderen Sparten wird es ja natürlich auch viele neue Spartenleiter geben, die natürlich ihre Persönlichkeit hier auch in Kassel in die Waagschale werfen werden und neue Impulse setzen. Ich durfte und konnte auch schon mit einigen der Kolleginnen, die zu uns stoßen werden, zusammenarbeiten. Es wird mir sicher sehr spannende und sehr positive Zukunft werden. Ich denke, dass wir auch viele gemeinsame Projekte, noch mehr gemeinsame Projekte als in der Vergangenheit zusammen verwirklichen können, spartenübergreifende Sachen. Das ist sehr, sehr positiv in meinen Augen. Da bin auch ich sehr gespannt. Gibt es etwas, was Sie, Herr Angeluga, noch hervorheben würden, wollten jetzt als eines der Projekte, die Sie sich da vornehmen in den nächsten Jahren, vielleicht auch im Opernbereich? Also im Opernbereich bestimmt, würde ich sagen, die Uraufführung-Reihe. Wir haben vor, jedes Jahr eine Uraufführung in der großen Bühne, auf der großen Bühne des Hauses zu bringen. Also Stücke, die genau für Kassel und für Kassel Orchester, für Kassel Ensemble geschrieben würde. Und da bin ich Geist und Leib dabei, weil finde ich, es ist eine unglaubliche Chance für das Orchester, für die Sänger im Ensemble, für die Stadt, sich zu entwickeln. Worauf ich mich auch sehr freue, sind die großen Tanzabende mit Orchester. Das ist ja was, das Tanzensemble wird sehr gestärkt unter der neuen Intendanz. Und der neue Tanzdirektor Thorsten Teubel ist ja auch kein Unbekannter in Kassel. Ich kenne ihn auch schon mehrere Jahre, auch aus gemeinsamen Kasseler Marathonstaffelzeiten. Also das ist so, wir verstehen uns sehr gut. Und ich denke, dass das eine sehr gute Voraussetzung ist, um auch künstlerisch gut mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, und dann wird es natürlich auch ein neues Just-Team geben, also junge Staatstheater. Das ist besonders wichtig
für die Zusammenarbeit mit der Konzertpädagogik, Musikvermittlung. Das sind auch ganz neue Ansätze, die hier nach Kassel kommen werden. Das ist sehr wichtig. Ich finde das auch für unsere Sparte extrem wundervoll, dass wir dann viel Unterstützung bekommen werden. Und natürlich, was man sagen muss, das kostet uns alles sehr viel Geld. Das können wir leider nicht von unserem Haushalt alles abdecken, sondern da brauchen wir Spenden. Da kommt dann wieder Pro A ins Boot. Und was auch ganz wichtig ist, dass unsere Kulturdezernentin Frau Völker voll hinter unserer konzertpädagogischen Arbeit steht. Und das ist sehr wichtig für uns. Ja, also das kann ich mir nur anschließen. Meine Dankbarkeit auch Frau Völker zu erwähnen, weil sie hat das Projekt wirklich überzeugend unterstützt. Ohne Zweifel. Und das ist für uns sehr wichtig, so eine Ansprechpartnerin in der Stadt zu haben, die einfach uns zuhört und versucht einfach, versteht, woran das liegt. Und ganz kurz auch für den Tanzabend oder für den Tanzsparte. Ich freue mich auch sehr, dass wir den Tanz vergrößern können und auch etwas mehr Gewicht im Haus geben können. Und die Kooperation zwischen Tanzensemble und Orchester, das ist auch ein wichtiges Punkt für uns. Ich hoffe nur, dass ich irgendwann dann einen Tanzabend auch dirigieren kann. Es hängt ab an Termin und Planung und alles, aber das ist für mich sehr wichtig, dass auch das Orchester ernst sich mit dem Tanzkompanie beschäftigt. Ja, das wäre auch wunderbar. Ich denke, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen. Herr Dr. Göbel, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich auf dieses Format eingelassen haben. Ich danke vielmals für die Einladung, eine große Freude. Und ich hoffe, es animiert vielleicht die eine oder den anderen dazu, auch der Arbeit von Pro A ein bisschen näher zu kommen, vielleicht sogar als Mitglied. Ja, also ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank, Herr Göbels. Danke, Herr Geismann, für die wunderbare Arbeit, die Sie in diesen Monaten geleistet haben. Und ich hoffe, dass wir so bald wie möglich wieder musizieren können und wir von Musik uns inspirieren und beruhigen werden lassen.